Hallo meine Lieben, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Händevideo. Und zwar zeige ich euch heute, beziehungsweise ich erkläre es euch, ich habe jetzt nicht live vor der Kamera gebastelt oder so, aber mir ist spontan eingefallen, dass ich euch einfach mal einen kleinen Tipp, wenn ihr gerne bastelt, geben wollte. Und zwar, wie man aus einer dieser schönen dekorativen Boxen, die es im TK Maxx gibt, ein solches Buch machen kann, ein solches kleines Album. Und das habe ich spontan mal gemacht gehabt, weil ich die kleine Box übrig hatte und hatte überlegt, verkaufst du sie? Aber nee, ich mag die so gerne. Was könnte ich daraus machen, was ich vielleicht benutze? Und so habe ich so ein kleines, spontanes Irgendwas-Album gemacht. Aber das zeige ich euch gleich mit meinen Händchen und hoffe, das Video gefällt euch. Viel Spaß dabei. So, los geht's. Also, wie schon erwähnt, möchte ich euch heute mal so ein bisschen erzählen, wie aus so einer dekorativen Box, ein solches Büchlein wird. So, die große Blume könnt ihr eigentlich ignorieren, die mache ich immer da dran, weil ich noch am Überlegen bin, ob sie mir da gefällt oder nicht. Aber ich zeige euch erstmal, wie es von innen aussieht. Wie gesagt, das wird jetzt kein Step-to-Step-Tutorial oder so, das ganz ehrlich, da bin ich nicht der Typ für und da habe ich auch nicht die Geduld für, sage ich ehrlich, weil wenn ich bastel, dann mache ich das so ja, in meinem eigenen Tempo und jetzt, ja, das ist mir alles nichts. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich euch das so zeige, vielleicht inspiriert euch das ja und ihr könnt das ja selber ein bisschen ausfiddeln. Es ist im Prinzip nicht anders, als wenn man ein normales Midori oder Traveler's Notebook macht mit der Bindung und allem. Es ist eigentlich dasselbe. Also, ich zeige euch einfach mal, wie es von innen aussieht. Die Blume, die kann man abmachen. Das ist einfach nur so ein Haarclip oder so eine Brosche. Und so sieht das dann aus. Ich muss hier ein bisschen fiddeln, weil ich hier neben der Kamera direkt sitze oder hinter der Kamera. Und ich habe keine Overhead-Kamera. Deswegen mache ich das meist mit einer Hand. Also gebunden wird das halt oder zugemacht wird das halt mit für Travelers Notebook üblich einem Gummiband. Und ich habe hier halt so ein Tassel dran gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, also keine Ahnung. Und wenn man es aufklappt, habe ich einfach Papierreste und Schnipsel genommen und habe die hier reingemacht, um sie noch zu verwenden als Fotoalbum oder wie auch immer. Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe einfach mal gemacht. Ich habe mich hingesetzt und habe einfach mal gemacht, ohne groß drüber nachzudenken. So, und wenn man das rausnehmen würde, ich habe das aber, doch, das kann ich rausnehmen, weil ich nämlich das gebunden habe. Es sind 1, 2 Inlays, die ich gemacht habe da. Genau. So. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Ich nehme das mal weg hier, weil da könnt ihr auch ganz normale Heftchen nehmen und reintun. Das ist jetzt hier ein Stundenplan von Müller und was weiß ich noch alles. Also das habe ich jetzt einfach mal zusammengebunden. Mal gucken, was ich draus mache. So, und so sieht das dann aus. Also, ich habe, und das zeige ich euch gleich an dem Großen, einfach das Innenleben entfernt, ganz vorsichtig mit Cuttermesser. War einfacher als gedacht. Ich hätte es mir echt schwieriger vorgestellt. Danach, also das hier gehört auf jeden Fall zu der Box. So sah die von innen aus. Das Einzige, was ich hier hinzugefügt habe, war tatsächlich so ein Stoff-Washi, das ich, glaube ich, bei Wolfert bekommen habe. Und ich muss sagen, super. Also hält gut. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Ich habe dann auch hier an der Innenseite, wo eigentlich dieser Buchrücken ist, also dieser Pseudo-Buchrücken, es ist ja eigentlich an und für sich kein Buchrücken, das zeige ich euch aber auch gleich, habe ich dann hier quasi das Massaker mit diesem Fabrik-Tape abgebunden. Dann habe ich hier mit meinem so Einstanzer, mit meinem Lochstanzer Löcher gestanzt. 3 unten, 3 oben, 1 in der Mitte hier für das Gummiband, was das dann zumacht. Habe es dann halt gebunden, sodass ich 4 Schnüre habe. Und ja, also wirklich, es war eigentlich gar nicht so schwierig. Dann habe ich hier unten den Teil, da war ein Preisschild. Das war also, wie gesagt, von TK Maxx. Da war dann dieses normale Preisetikett von dem TK Maxx Etikett überklebt. Und das ging einfach nicht ab. Sah ein bisschen doof aus. Und habe ich halt hier einfach dieses Fabric Tape weitergeführt, habe hier das so gemacht und dann dachte ich, ach naja, um das Bild komplett zu machen, weil es halt so quietschbunt eh ist und es passt halt, finde ich, habe ich dann hier an den Seiten. Ich glaube, hier unten ist mir das aus Versehen eingerissen. Deswegen habe ich hier auch
ein Tape hingeklebt. Da habe ich gedacht, auch machst du hier oben noch eins, die Chickas, und hier an der Seite, damit es einfach ein komplettes Bild ergibt und nicht irgendwie so aussieht wie repariert, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, und dann ist halt hier die Schnur, das Gummiband, was es zubindet, und dann kann man es auch schon befüllen. Knifflig war auf jeden Fall das Entfernen von dem inneren Teil hier an den Buchrücken. Das zeige ich euch mal anhand der Box, die ich noch habe. Die ist jetzt etwas größer, also ich überlege, ob ich die auch zu einem Buch mache und einfach ein Fotoalbum draus mache. Wie gesagt, das ist die Box. Die sieht aus, als wäre sie ein Buch. Ne? Kann man sehen. Also hat auch hier unten so ein Teil, Pappteil, wo Seiten simuliert werden. Und wenn man es aufmacht, ist es halt eine Box. Ich habe hier, weil ich die im Flur stehen hatte, da hatte ich diese Haken reingemacht, um meine Dochtschere und ein langes Stabfeuerzeug und ich glaube noch meinen Dochtdipper dran aufzuhängen, weil ich da halt meine Duftkerzen stehen habe. Wäre vielleicht eine Idee für euch, die halt meine Kerzenvideos gucken, wenn ihr eine Stelle habt, wo ihr Kerzen habt und ihr findet das halt hässlich, wenn ihr direkt daneben den Dochtdipper, das Stabfeuerzeug etc. habt. So eine Box, die gibt es halt auch in dezenten Mustern. Die gibt es halt bei TK Maxx für relativ günstig. Ich muss mal gucken, ob hier noch der Preis drauf ist. Genau, also das hier hätte jetzt 5,99 gekostet. Und ihr seht hier, das ist das Etikettenproblem, was ich hatte. Plus ich wollte hier den Namen von der Marke weghaben. Deswegen hatte ich bei dem Climb halt das überklebt. Und das werde ich hier wohl auch machen, wenn ich es denn verwende. Ich weiß es noch nicht. Und ihr seht hier drin, man muss echt nicht viel machen, weil... Gut, das ist jetzt bunt, aber es gibt natürlich auch dezentere Muster. Da müsst ihr einfach mal schauen, was so zu euch passt. Ich mag es halt quietschbunt und ich muss sagen, ich finde, das passt eigentlich so. Wie ich das entfernt habe, ich habe ein Cuttermesser genommen und habe hier in diesem Schlitz an der Seite, bin einfach reingeschnitten. Ich habe zuerst innen an einem Rand entlang geschnitten, hier außen und unten auch. Hier ist das, glaube ich, nicht notwendig gewesen. Ich habe zuerst den Teil hier entfernt. So, und wenn man dann von der anderen Seite hier von den Rillen nochmal schneidet, kann man ganz, ganz vorsichtig diesen Teil hier lösen. Übrig bleibt dann, und dann müsst ihr aber auch hier entlang schneiden. Ich gebe euch das als Tipp, schneidet auch hier entlang. Dann habt ihr erstmal nur hier diesen Rahmen, den ihr entfernen müsst. So, um es aber zum Buch zu machen, weil hier drin das ist... Hört ihr das? Das ist hohl. Gut, ihr könnt es auch lassen. Das ist eure Entscheidung. Allerdings wird es dann ein bisschen schwierig mit Fädeln. Mit Löcher reinmachen und Fädeln. Dann müsst ihr als nächstes einfach... Das ist eigentlich etwas, was fast so von selber geht. Sobald das Teil hier fehlt, da war hier irgendwas aufgelöst und dann habe ich es einfach vorsichtig abgemacht. Dann müsst ihr einfach diesen langen Teil, der hier diesen Buchrücken ergibt... auch entfernen. Also da müsst ihr einfach mal gucken und selber ein bisschen hin und her fiddeln. Also wenn ihr das entfernt habt, dann habt ihr wirklich nur noch hier dieses Skelett. Dann habt ihr wirklich nur dieses Skelett noch. Das war's, seht ihr? Und das sieht halt ein bisschen unschick aus. Das müsste man dann abdecken. Wie gesagt, wenn ihr handwerklich so begabt seid, dass ihr das erhalten könnt oder wollt, schön für euch. Aber ich fand es halt ein bisschen doof und ich fand, dann war auch das Buch nicht flexibel genug. Und die Schnüre hier reinzumachen wäre dann auch schwierig. Aber das war auch eigentlich schon alles. Und dann habe ich mit dem Klebeband, man kann ja auch anderes Washi nehmen, wenn man will. Oder so Faserklebeband, Duct Tape oder so kann man ja nehmen. Gibt es ja auch schöne bunte und kann das dann weiter gestalten. Und ich habe mich halt dazu entschieden, es so zu machen, da es dann einfach für mich stimmiger aussieht. Und ich fand, das Pink hat wunderbar dazu gepasst. Ich glaube, das könnte auch hier so dazu passen. Das muss ich aber mal ausprobieren. Ist ja eigentlich dasselbe. Aber ja, viel mehr ist es eigentlich wirklich nicht. Also es ist schön stabil. Ich denke, gut, wenn es halt zu ist, ist es halt so zu. Aber ich denke, man kann damit wunderbar auch einen Kalender machen oder einfach ein Taschenbuch oder so. Oder vielleicht einfach als Schutz für Taschenbücher für in die Bahn. Wäre auch eine Idee. Vielleicht mache ich das mit dem hier. Ich habe nämlich ein großes Buch. Das würde da, glaube ich, gut passen.
Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wie gesagt, so Tutorials sind jetzt nicht mein Ding. Aber ich finde, es ist eine schöne Weiterverwendung. Ich habe nämlich überlegt, soll ich die verkaufen? Ich brauche sie nicht mehr. Sie sind zwar schön, aber ich bin halt so ein bisschen am Ausmisten im Moment und denke mir, was habe ich schon lange gehabt und woran könnte sich jemand anders erfreuen? Hier weiß ich es noch nicht, ob ich die jetzt weggebe oder da tatsächlich auch noch ein Album draus mache. Muss ich mal gucken. Jedenfalls ja, kam es mir einfach so, weil es sieht eh schon aus wie ein Buch. Und ich finde das mit dem V, diese Serie, finde ich immer wunderschön. Und ja, also wie gesagt, falls ihr da eine Idee brauchtet oder ich euch da Inspiration geben konnte, freue ich mich. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich bald wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinter mir kraucht gerade die Sina rum, wie man so am Schwänzchen und Popo sieht. Ja, hallo. Ja, hallo. Hi. Hat sich angekuschelt. Ja, ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was damit anfangen. Ist mal was anderes. Das kleine Fluffy Butt. Die hat so fluffigen Popo. Die muss ich immer so... Eine Fluffy Maus. Komm mal her, Schatz. Sag mal hallo. Hallo. Guck mal, hallo. Sieh mich hin, alles klar? Hat keine Lust. So, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt ist es eine kleine Katzenbeilage mit geworden und sie hat die Kamera fast umgeworfen. Habt einen schönen Abend und bis bald. Ciao.